In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda am Dienstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Mit dem NAV kann am Dienstag auch gekegelt werden. Los geht's da um 10 Uhr in der Anlage am Jahnstadion. Die Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda bietet am Dienstag ab 13 Uhr wieder die Hausaufgabenhilfe in der Learning Group an. Um 14 Uhr startet das Angebot alles rund um den Garten. Ab 15 Uhr wird in der Holzwerkstatt gebastelt. Ein Kurzseminar über die vielseitigen Online-Portale der Agentur für Arbeit gibt es am Dienstag ab 13.30 Uhr im BITS der Agentur für Arbeit in Bautzen. Um Anmeldung per Telefon unter Bautzen 66 14 10 wird gebeten. Die AG Schach im Natz in Hörswerda am Markt lädt am Dienstag ab 14 Uhr Anfänger und Fortgeschrittene zum Mitmachen ein. Geöffnet hat auch die Kreativwerkstatt. Im Jugendclub Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstag wieder Game-Tag. Dazu können die offenen Hausangebote und der Internetpoint genutzt werden. Bei der Volkssolidarität in Hoyerswerda am Haus der Parität in der Mannstraße öffnet am Dienstag um 14 Uhr das Handarbeitsstübchen. In Lauter macht der NAV um 14 Uhr das Stell-Dich-Ein in der Einsteinstraße auf. Dort ist Spielenachmittag am Dienstag. Um 15 Uhr öffnet am Dienstag die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt des NHV in der Einsteinstraße 47 in Hoyerswerda im Haus C. Die nächste Bürgersprechstunde von Görlitz-Oberbürgermeister Siegfried Deinige findet am Dienstag ab 16 Uhr in seinem Dienstzimmer im Rathaus statt. Anmeldungen mit Themennennung werden unter Telefon Görlitz 67 12 zweimal die 0 angenommen. Im Lorab-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda am Markt läuft am Dienstag um 17 und 20 Uhr Colette, ein biografischer Film aus dem vergangenen Jahr. Zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Einheitsgemeinde Loser sind Interessierte am Dienstag um 18 Uhr in das Rathaus in Loser eingeladen. Ein Rauchfreikurs beginnt am Dienstag um 18 Uhr in den Räumen der AWO-Suchtberatungsstelle in Bautzen. Die Veranstaltungsreihe Foucault Elternakademie wird am Dienstag fortgesetzt. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Hoyerswerda. Referenten der Handwerkskammern Bautzen und Dresden bringen den Eltern diesmal das Thema Karrierechancen im Handwerk näher und stehen für alle Fragen zur Verfügung. Am Dienstag um 19 Uhr ist Konrad Kürbis aus Erfurt zu Gast im Museum der Westlausitz in Kamenz. In seinem Vortrag berichtet er über die Geburtshelferkröte als Sinnbild der Brutpflege bei Amphibien. Und Görlitzer Bürgerräte laden die Einwohner am Dienstag zur jährlichen Versammlung in Rauschwalde im Pflegestift Rauschwalde ein. Beginn ist um 19 Uhr.